Tag, Freunde. Ja, wie ihr seht, wir stehen hier gerade vor der Master-Tür-Schlüssel-Dingens da, wie ich es immer gerne nenne, ne? Master-Tür-Schlüssel, obwohl es ja nur die Master-Tür ist. Wie ihr seht, Link macht auch schon Freudentanz hier. Endlich ist der Wassertempel fertig. Ach, so schlimm war eigentlich ja gar nicht, ne? Also, ich meine, ganz am Anfang sind wir relativ gut durchgekommen, aber das Problem lag halt daran, es hat übelst genervt ganz am Ende mit den Feuerpfeilen und den Eispfeilen. Das hat übelst genervt ganz am Ende. Und die eine Fee, die wir durch den RAM, durch die ROM nicht sehen konnten, weil die ja wieder unsichtbar war, warum auch immer. Und ja, jetzt haben wir ja wenigstens alles gefunden und sind jetzt erstmal diesem riesigen Abgrund runtergesprungen, so wie wir es aus Dodongos Höhle oder dem Wassertempel kennen aus Ocarina of Time. Und auch wie im Wassertempel, ist ja lustig, schwimmt auch mal wieder irgendetwas im Wasser. Und das ist auch wieder der Boss. Aber dieses Mal ist es ganz sicherlich kein Tentakel, wo nur so ein Auge rumglüpscht, sondern es ist etwas ganz anderes. Charge! Was? Oh mein Gott! Ist es der versklavte Wächter der Meere, Georg? Okay. Georg. Ich werde ihn Georg nennen. Das klingt ganz cool. So, unsere Aufgabe bei diesem Scheißfisch ist es, wir müssen mit dem Pfeil, mit dem Bogen Pfeil erstmal den Kopf rammen. Dann machen wir uns, ja, nicht anvisieren. Das ist nicht so schlau. Wir machen einfach hier normal schwimmen, wie wir es als Zora kennen, und machen dann einfach diese elektrische Welle an. Das war's. Mehr nicht. Mehr müssen wir gar nicht machen. Jetzt müssen wir ihn immer nur noch aufspüren. Dann müssen wir ihn anvisieren. Oh, scheiße. Das wird nicht gut enden. So, Moment. Moment. Es ist natürlich wütend, dass wir hier oben die ganze Zeit außerhalb des Wassers stehen, weil er uns natürlich fressen will. Und geht dann natürlich erstmal extrem ab, weil er, ja, er will uns da runter haben. Und macht dann Charge auf den, also stürmt dann auf diese Plattform zu und will uns da dann runterschmeißen. Schafft er auch, aber meistens kriegt er uns dann nicht. Also, er will uns natürlich fressen und mit einem Happen zieht er uns irgendwie 2, 3, 4, 5 Leben, was weiß ich. Also, es ist schon ganz schön viel. Und das ist das, was ich meinte. Wenn wir da zu lange drauf stehen und wir das nicht merken, dann wird der richtig wütend und macht da Charge gegen und naja, okay. So, wir haben ihn wieder im Pfeil in den Kopf gerammt und werden jetzt nochmal, Moment, so abtauchen. Und elektrische Welle und zack, ja, da haben wir ihn wieder getroffen. Oh, dreimal getroffen und schon beginnt die nächste Phase. Jetzt wird's richtig eklig, denn jetzt kommen Mini-Fische aus seinem Mund und naja, diese Fische sind sehr unangenehm. Wir können sie zwar mit einer elektrischen Welle auf einmal töten und da hätte er uns beinahe bekommen, das Mistviech. Beinahe hätte er uns geschnappt. Jawohl, wenn er das Geräusch macht, dann haben wir ihn ja wohl hundertprozentig getroffen. So, die Mistviecher müssen wir auch erstmal alle auslöschen. Oh fuck, man. Ja, geil. Jetzt komme ich hier nicht weg. Zack. So, ihr Mistviecher. Oh, oh, jetzt habe ich Schiss, dass der Fisch kommt. Oh Gott, da haben wir uns nochmal in Sicherheit bringen können. Wie viele haben wir jetzt schon getroffen? Viermal, ne? Ja, viermal schon. Na, mein kleiner Freund. Und zack. Fünfmal getroffen und der Boss ist besiegt. Vom Ding her ein relativ einfacher Boss, man darf sich halt nur nicht von ihm erwischen lassen, sonst failt man hier übelst hart bei dem Boss. Hatte ich schon sehr oft, da wusste ich nie, wie der ging, aber mit der richtigen Technik, und zwar mit dem Bogen, ist der ein Kinderspiel, wie ihr seht. Wir haben nur 1,5 Herzchen verloren. Ist nicht so viel, von daher kein Problem. So, da hat die Zora-Maske doch bewiesen, dass man mit ihr kämpfen kann, aber auch nur unter Wasser. Und damit hätten wir unser 10. Herz. Hey, geil. Und dazu gleichzeitig noch die nächste Maske. Georgs Vermächtnis ist auf dich übergegangen. Der reine Geist, den diese Maske im Körper Georgs gefangen hielt, ist nun wieder frei. Dir gebührt der Dank für seine Rettung. Und da fliegt die wieder nach oben. Und der
Gott, der in der, dieser Maske steckt oder wie das auch alles ist. Keine Ahnung. Ich kenne mich ja nicht so gut aus. Wurde auf jeden Fall wieder befreit. Wie auch immer. Und der dankt uns jetzt natürlich, wie wir es schon vor den letzten beiden Tempeln schon gesehen haben. Bedankt er uns sich halt bei uns. Hey, hör doch! Wir brauchen deine Hilfe! Wenn du dich jetzt abwendest, wird dieser Welt etwas Schreckliches passieren. Ihr seid die Einzigen, die dieses Unheil abwenden können. Das war es, was Taylor uns sagen wollte. Ich weiß jetzt zwar nicht, warum sie jetzt damit ankommt, aber sie scheint wohl geschnallt zu haben, was jetzt hier alles vor sich geht. Taylor hat ja gesagt, als wir das erste Mal vor dem Horror-Kit standen, Sümpfe, Berge, Ozean und Canyon. Wir sollen in diese Gebiete reisen und die, die Götter dort befreien oder so. Und das hat sie halt Hale damit gemeint und wollte uns Taya jetzt genau sagen. Helft unserem Freund. Ja, das hat der Gott da wieder gesagt. Ich verstehe, wir sollten auch dem Letzten helfen. Ja, das müssen wir tun. Dann gebt uns ein Versprechen. Auch ihr werdet uns helfen. Ja, das werden sie. Auf jeden Fall werden sie uns helfen. Auch wenn er jetzt noch nicht das Versprechen gegeben hat. Das wird so sein. Oh, die Schildkröte. Die fette, dicke Schildkröte. Nun kann ich mich wieder zur Ruhe begeben. Auch ich muss den ewigen Gesetzen gehorchen. Durch den Schleier des Schlafes hindurch werde ich weiterhin die Welt beobachten. Das Böse, das dieses Land heimsucht, ist noch nicht verschwunden, Kier. Aber erst nachdem deine Stimme noch einmal meine Seele liebkost hat, werde ich wieder gehen. Ich glaube, die Götter werden dies gestatten. Heya, heya, heya! Okay, der geht ja auch ganz schön ab hier. Naja, okay, vielleicht freut er sich auch, dass er jetzt auch alles wieder normal ist. Jedenfalls bleiben die alten Strömungen weiterhin da. Von daher, wenn wir jetzt hier zum Beispiel, ich kann es ja jetzt einmal demonstrieren, wenn wir hier hinausschwimmen, kommt dieser Nebel, das erscheint und wir landen an der Küste. Ja, was machen wir jetzt? Hinter uns befindet sich ja die Höhle, wo die Feenquelle ist. Ich gehe davon einfach mal jetzt aus. Was soll da sonst drin sein? Ganz ehrlich mal. Da wird ganz sicherlich die Feenquelle drin sein. Und ja, wir brauchen vorher jedoch ein Pulverfass, um dort dann das wegzusprengen. Da sind ja zwei riesige Steine vor. Und da müssen wir jetzt erstmal in den Bombenladen in Undu-Stadt gehen. So, die Maske erstmal absetzen. Geron-Maske aufsetzen. Ja, genau. Wähle es nochmal aus. Sehr toll. So, zusammenrolling. Oha. Gehen wir ganz schön ab, finde ich. Oh, ist schon letzter Tag? Ja, es ist schon der letzte Tag. Und jetzt wird es schon Nacht. Oh mein Gott. Wie die Zeit aber auch davon läuft. Unbelievable. Hallo Gorone. Oh, wer hätte das gedacht? Du bist ein Gorone, also solltest du auch in der Lage sein, ein Pulverfass zu tragen. Ein Pulverfass kostet 50 Rubine, wie wär's? Na gut, davon kaufe ich eins. Du hast ein Pulverfass erhalten, drücke bla bla bla, um sie explodieren zu lassen. Pulverfässer, die mein Lehrer hergestellt hat, sind äußerst durchschlagskräftig. Wenn du wieder welche brauchst, besuch mich jederzeit. Ja, wir brauchen auch noch öfters mal in diesem Spiel die Pulverfässer. Um ehrlich gesagt, nur noch einmal, aber naja, okay. Was lege ich die denn jetzt schon wieder an? Naja, okay, gar nicht so schlimm. Wir porten uns jetzt nämlich noch einmal zum Dämmerwald. Denn ich habe jetzt nochmal Folgendes vor. Wir können jetzt nämlich am letzten Tag nämlich noch etwas ganz Spezielles tun. Zack, weg vom Fenster. Und zwar habe ich Folgendes vor. Ich möchte in das Spukhaus gehen. Naja, es heißt Spukhaus. Es ist das Skulpturhaus, kann man auch dazu sagen. Oh, scheiße. Kann man hier... Nee, anscheinend kann man sich hier ja gar nicht durchrollen. Och, was ist das für eine Scheiße?
Ich dachte, das geht, aber anscheinend, ja. Nach des letzten Tages, es verbleiben 12 Stunden. No! Oh Mann, der arme Corona, ey. Dora. Was, Dora? Alter, wir haben dadurch durch den ganzen Spaß hier durch den Sumpf mehr Leben verloren als beim Boss. Kann das denn angehen? Na egal. Hier werden ja ganz sicherlich Herzchen drin sein. Ja, okay, Rampage Link. So gefällt mir das. Ja, zack, ey. Ja, und damit hätten wir wieder die ganzen Herzchen aufgefüllt. Sümpfe des Vergessens, na gut. Goronmaske aufsetzen. Spatz. Ja, okay, wir verlieren hier auch noch weiter im Leben, aber das ist egal. Ja, willst du da nicht raufgehen oder geht das jetzt Corona einfach nicht? Naja, egal. So, hier könnten wir eigentlich schon früher... Oh Mann. Ey Gott, was stelle ich mich denn jetzt schon wieder so doof an? Ja, wir kommen hier nicht hoch, dann verlieren wir halt nochmal schön weiter ein bisschen Leben. So, 4 Leben verloren, war ja ein schöner Spaß und jetzt habe ich aber auch langsam keinen Bock mehr. Stirb, du Mistding, ey. Alter. Hä? Kommt da noch was runter? Nein, kommt nicht. So, wir müssen eigentlich von der anderen Seite aus ein Pfeil durch die Fackel schießen, damit das zum Feuerfall wird. Dazu habe ich jetzt aber keinen Nerv und werde einfach das so abfackeln. So, Freunde, an der Stelle beende ich erstmal den Part. Wir haben ja schon mal gut was geschafft. Oh, da fällt mir jetzt ein, ganz dumm. Ich habe ja jetzt ganz genau vergessen, überhaupt die Feder abzugeben. Gott, was mache ich denn? Ach, alter Schwede. Da will ich dir fast den Part beenden. Will ich in das Skulpturenhaus gehen? Nee, nee. Alter, die holen wir jetzt nochmal. Kapzura. Also ihr, euch ist es bestimmt während des Videos jetzt schon aufgefallen. Ey, wollte der Typ jetzt nicht die Fehler abgeben? Na egal. Ach, dann war das jetzt überflüssig. Da haben wir jetzt ganz viel Leben verloren, aber na egal. Wir werden jetzt ganz normal zur Feenquelle gehen. Geschweige denn, ist es überhaupt eine Feenquelle, ob ich jetzt überhaupt richtig lag. So, das, die Sache mit dem Leben wäre jetzt eigentlich auch schon wieder geklärt. Zora-Schuppe. Oh, zack. Und gleich die Zora-Schuppen anziehen. Ja, wie kann man den Schuppen wieder anziehen? Naja, wieder ein weiteres Geheimnis, was wir nicht lüften können. Because it's Zelda. Und, ja. Habe ich ja schon öfters erklärt. Keine der Gründe von Zelda befragen. Das endet nicht gut. So. Ja, okay. Das Wasser ist hier leider zu flach. Da können wir leider nicht einen hohen Sprung machen. Hepper. Na, okay, vielleicht doch. Aber da muss man vor auf den Boden aufkommen. Hepper. So, ich hatte ja vermutet, dass die Feenquelle sich dort befindet. Dort hinten. Dort, wo die riesigen beiden großen Steine sind. So, Moment, dann legen wir doch mal gleich das richtige Equipment an. So. Pfeile wollte ich jetzt eigentlich gar nicht, sondern eher das Pulverfass. Der Enterhaken reicht da schon an dieser Stelle. So, jetzt müssen wir uns natürlich erstmal von Palme zu Palme hin und her schwingen. Ja, gut, Mistviech, komm her. Stirb. Voll tot gefangen, hakt. Ja, yeah, Mann. Okay, da ist der rote Punkt, dachte schon. Hey, ja! Zack! Und hier an dieser Stelle auch nochmal. Also jetzt finde ich irgendwie den Ozean auch wieder gut. Ich kann mich fast irgendwie nie entscheiden. Also so schlimm ist der Ozean eigentlich gar nicht, wenn man so bedenkt. Ich meine, wenn man die Steinmaske vorher sich geholt hat, so wie ich, dann ist das da bei den Piraten gar kein Ding. Also, da habt ihr ja gesehen. Das Foto zu machen ist total einfach, weil man sich genau vor so einem Viech, vor so einer Piratin genauestens hinstellen kann. Und allgemein sich da durchzuschleichen, naja, okay, schleichen kann man das ja gar nicht mehr nennen, oder? Da sind wir einfach durchgelaufen, wir haben uns ja nicht erkannt, deshalb. Ja, meine Vermutung war richtig, es ist die Feenquelle, hi, ja. So, die Feen werden wieder dort rauf, hin... gepackt, so, kein Verb gefunden, fertig. Die olle Fee mit ihren Megabrüsten kommt wieder zum Hervorschein. Oh, ich bin ja noch Corona, ach egal. So,
was mich, jetzt frage, Leute. So, was bekommen wir jetzt dafür? Hat sich wirklich das gelohnt, dass wir die ganzen Feen gesammelt haben? Und wie ihr seht, ja, es hat sich gelohnt. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das hier jetzt bekommen. Aber es ist wirklich so. Unsere Herzchen wurden verstärkt. Die Augen ganz groß. Pam! Dein Rüstungsschutz wurde verstärkt. Ab sofort können dir deine Gegner nur noch halb so viel Schaden zufügen wie zuvor. Ja, das ist doch mal richtig geil, oder Leute? Jetzt bekommen wir immer den Schaden, den wir damals bekommen haben, immer nur noch als Hälfte Schaden. Ja, so sehen jetzt ab sofort die Herzchen aus. Sie sind jetzt alle verstärkt. Keine Angst, Leute. Wir werden das auch noch bald in Ocarina of Time bekommen. Dort gibt es das natürlich auch. Aber das dauert noch mal einen kleinen Moment. Aber das ist kein Problem. Wir sind hier ja jetzt bei Majora's Mask und haben das ja jetzt schließlich. So. Ja, damit beende ich dann jetzt schon mal den Part. Ich teleportiere mich schon mal zum Sumpf und von da aus werde ich dann schon mal zum Spukhaus gehen, wo die ganzen Skulpturen sind. Und ja, dann beende ich erstmal an dieser Stelle den Part. Und mit diesem Flügel, mit dieser Teleportation, sage ich ciao Leute, bis zum nächsten Part.